Okay. Nachdem Max gewaltsam in den Stall eintrang, roch er einer Milchkuh am Darmausgang. Dann stieß ein mit Widagen besetzten Eichenholzknüppel in den ausgedehnten, angeschwollenen Kuhäuternippel. Du bezeichnest es als kranke Fantasie. Ich sprenge deinen Schließmuskel mit meinem linken Knie. Dem Hahn wird der Kamm mit deiner Schere abgetrennt, woraufhin Max dem Eber hinterherrennt. Bevor der halbtot gewickelte War Winfried die Leichen erblickt, hat Max ihn bereits in die Augenhöhlen gefickt. Er scharte zusammen die sterblichen Überreste und trug dabei nichts als seine Gorilla-Hautweste. Doch als er auf einen gesplitterten Knochen mit der Eichel stieß, hörte man ihn nur noch schreien. Man sagt, er verblutete in den Innereien.